So, liebe Leute, wir haben ja in der letzten Folge hier das ganze Areal hier geklärt und wir wollen gleich noch in die Mine runtergehen. Ich dachte aber, ich zeige euch mal ganz kurz, ja, wie man Waffen upgradet, ne? Man kann hier nämlich Waffen modifizieren und wenn man da drauf geht, dann hat man hier verschiedene so Sachen. Das ist eine AK-47, ich guck mal hier weiter, ob ich irgendwie eine MG, die kann leider nicht mehr modifizieren. Ihr seht, die hat eine ordentliche Reichweite, eigentlich Schaden, aber der hat halt eine hohe Genauigkeit in der Bauchlage. Ne? Deswegen benutze ich das meistens mit Ivan in der Bauchlage. Ich könnte hier die MP habe ich schon abgegradet. Das hat ein vergrößertes Magazin von der Wiki. Die hat hier aber noch eine Schrotflinte, ja, beziehungsweise halbautomatischer Italiener mit Patronen und so weiter. Die könnte ich noch ein bisschen upgraden. Hier habe ich eine AK-47 von Ice. Der Ice benutzt tatsächlich seine AK, glaube ich, hauptsächlich. Und deswegen wollte ich die mal ein bisschen upgraden. Wenn ich hier draufklicke auf den Kolben, kann ich hier zum Beispiel einen leichten Kolben wählen. Ja, kostet 15 Bauteile. Wir haben 185 momentan. Und ich würde mal sagen, das machen wir. Genauigkeitsbonus durch Zielen wird halbiert. So, und er soll ein Zielfernrohr noch draufkriegen. Schwierigkeit wird einfach Technik-Wiki, zusätzliche Zielenstufe. Linse, eine Linse braucht man dafür. Hier braucht man einen Chip. Hier braucht man eine Linse und hier braucht man tatsächlich auch einen Chip, ein Thermalzielfernrohr. Dass Feinde bei drei oder mehr Zielenstufen aufleuchten. Keine Streifschüsse bei drei oder mehr Zielenstufen. Keine Sichtlinien. Ja, das kostet natürlich sehr viel, aber ich würde mal sagen, das bauen wir mal rein. Jawohl. Ein Standardmagazin. Erhöhte AP-Kosten beim Nachladen. Größeres Magazin. Schnellademagazin. Verringerte AP-Kosten beim Nachladen. Da ich ja meistens eigentlich vorher schon das mache, nehme ich mal das in Kauf. Und Standardhandschutz. Genauigkeitsbonus für die erste Zielenstufe verdoppelt sich. Senkrechter Griff, dann machen wir das doch mal. Wie ihr seht, wird das auch immer alles eingebaut. Ein Zweibein können wir hier noch drauf bauen. Hohe Genauigkeitsbonus in Bauchlage. Machen wir auch mal. Und wir haben da fast keine Teile mehr. Hier können wir noch eventuell eine Taschenlampe noch drauf schoben. Wenn wir noch mehr Teile hätten, beziehungsweise Chips noch hätten, dann könnten wir hier roten Punkt noch drauf bringen. Taktisches Gerät oder so wie eine Taschenlampe wäre noch möglich. Hier gibt es aber eine Mündung tatsächlich. Mittlerer Genauigkeitsbonus für folgende Angriffe auf dasselbe Ziel. Das hört sich gut an. Lange Salve, Vollautomatik feuern mehr Schüsse ab. Hört sich auch nicht schlecht an. Mittlere Schalldämpfer, mittlere Crit-Chance. Bonus für folgende Angriffe auf dasselbe Ziel. Und es ist halt natürlich ein lautloser Angriff, ne? Ich mache das mal. Und dann haben wir das modifiziert. Wir haben jetzt keine Teile mehr. Wo aber tatsächlich immer wieder so Waffen entwerten. Zum Beispiel hier das Gewehr hier. Das ist nicht mehr so stark. Ist nicht schlecht. Hat sogar eine Modifikation, sehe ich gerade. Der MP und die AK. Dann tun wir mal den MP mal aufteilen hier in Schrott. Damit könnten wir theoretisch jetzt noch mehr Sachen damit machen. Hier das die AK von Ivan. Ivan hat eine AK, die wirklich sehr gut aufgerüstet. Das heißt, die sollte jemand geben. Der Eis hat. Ach, der Eis hat eine Schrotflinte. Moment. Der Ivan hat ja die AK gehabt. Dann muss ich das dem Eis geben. So. Und genau, was haben wir hier noch? Eine MP5K und eine AK-47, die auch gut aufgerüstet ist. Ach, der Eis hat noch eine AK in der Tasche. Mein Gott, das habe ich gar nicht gesehen. Da würde ich mal sagen, da soll die AK der Igor kriegen. Da muss das natürlich jetzt noch nachladen. Ne? Lade nach. Generell sollte man immer schauen, dass man immer alles nachgeladen hat. Kann ich den hier noch nachladen? Ich habe dann nicht mehr so viele Schüsse mit dem Ivan. Der hier kann auch nicht mehr nachgeladen werden, oder? Leroy, der braucht auch noch eine Zweitwaffe. Hat hier noch eine AK und ein Gewehr. Einmal 10 Schaden, einmal 36 Schaden. 32 Reichweite, 24 Reichweite. Dann würde ich mal sagen, soll er mal das Gewehr hier kriegen.
Und der Ivan hat schon eine. Nee, der hat gar keine Zweitwaffe, der hat nur so Bomben in der Hand. Ja gut, notfalls muss ich halt eben entweder die MP5K oder die Schrotflinte nehmen. Schrotflinte hat aber nur 8 Reichweite, das ist eher für Nahkampf gedacht, ne? Haben eigentlich alle irgendwie auf dem Kopf was an. Der Steroid hat noch nichts an, der könnte hier mal das Nachtsichtgerät von Ivan mal erhalten, besser als nichts. Der Ivan hat noch so eine Linse in der Tasche, das gibt er mal der Vicky, weil die ja unsere Bastlerin ist. Was hat denn der noch da? Muss man ein bisschen Inventarverwaltung wegen dem Steroid, hat noch eine Stabgranate in der Hand gehabt, okay. Igor hat auch noch welche, dann soll er die auch dem Ivan geben und ja, dann schaut es ganz gut aus. Hier diese Flakrüstungen, die machen 30% Schadensreduktion. Gucken wir mal, der hat eine Flakrüstung, der hat sogar eine Kevlar-Rüstung. Die Vicky hat eine Flakweste, die auch 30% Schadenreduktion macht. Ich glaube, die haben alle was an, oder? Ja, der hat auch was und der auch. Hat auch eine Flakrüstung. Naja, dann können wir das von Ivan zum Beispiel auch zerlegen. Diese Westen und geben nämlich auch Schrott, ja. Der Igor hat tatsächlich Messer noch in der Hand, dann soll er die mal einsammeln. Und die Vicky hat ja hier diese ganzen Sprengstoffzeugs, aber da ist ja Ivan besser damit. Das heißt, der Ivan, unser Sprengstoffexperte, der soll mal das ganze Zeug hier mal einsacken. Ein Auslöser, ein Fernzünder. Diamanten braucht die auch nicht in der Tasche zu haben. Er sammelt denn bei uns die Diamanten. Gib mal dem Igor dazu viel Platz. Genau, das ganze Zeug braucht sie tatsächlich und da habe ich noch irgendwo ein Rohr gesehen. Egal, dass der Ivan auch noch Zeug in der Hand hat. Und zwar die Diamanten, die braucht er auch nicht. Die kann er auch dem Igor geben. So, und dann schaut es eigentlich ganz gut aus. Genau. Sorry, bisschen Inventarverwaltung, die mache ich eigentlich immer. Ivan hat hier Sprengstoffe, die nutze ich aber bis jetzt ganz selten. Da kann der Doktor schon mal seine Medikamente auffüllen. Mit Rechtsklick kann man die Medikamente immer auffüllen. Und hier sehe ich, dass da der drei Brechstangen hat hier. Das Steroid, der braucht natürlich nicht so viel. Entschuldigt bitte. Soll man da Eis mal einen kriegen? Und eventuell der Ego noch einen. Und dann können wir loslegen hier. So, sorry, das musste sein. Ich wollte auch mal zeigen, wie man Waffen upgradet und so weiter. Würde ich mal sagen, gehen wir mal in die Mine. Unter die Erde gehen. Oh, was ist jetzt passiert? Das Überfallkommando greift uns jetzt an. Eieiei, Leute, das wollte ich aber nicht. Ich wollte eigentlich unter die Erde gehen. Okay, jetzt stehen wir da tatsächlich komplett entblößt da. Dann soll er sich mal hinlegen, weil er mehr Schaden dann macht. Ja, ich sieb mal den Typen hier. Okay, ja. So. Also damit habe ich nicht gerechnet, dass jetzt hier so viel Action ist hier. So, der Eis soll auch mal gleich in die Hocke gehen. Das war jetzt natürlich doof, ne? Ich weiß nicht, ob wir irgendwo gewarnt worden sind, dass wir nicht unter die Erde gehen dürfen oder irgendwas. Keine Ahnung. So, der Igor. Der soll mal bitte auch, sich erstmal hinlegen. Wen kann er denn anschießen hier? Ja, dann muss man halt den Kampf austragen. Ich meine, ihr könnt den Spielstand nochmal herladen, aber das machen wir jetzt nicht. Soll er mal auf den ballern hier? Da hat er keine Punkte mehr, okay. So, die Vicky ist die nächste. Die hat aber den Ivan vor sich, also soll, geht die in die Hocke, weil wenn die jetzt auch am Boden sich hinlegt, dann schießt sie auf den Ivan. Wen kann sie denn angreifen? Den hier. Macht ordentlich Schaden. Machen wir mal 99%. Gleich nochmal schießen. Jawohl. So, Steroid. Gut, mein Freund. Uiui. Die geht's natürlich voll ab, weil hier die ganzen People jetzt hier am Start sind, ne? Wenn du auf den schießt, dann triffst du den Dr. Q, ne? Der Dr. Q soll also als erster schießen. Machen wir mal 93%, dann ist er nämlich fast down. Sehr schön. Hab da noch 4 Punkte, dann soll er sich mal hinlegen, bitte. Der Dr. Q, der kann sogar nochmal schießen. Er hat 14 Punkte, Moment. Habe ich falsch geschaut. So, ein Schuss sollte den wegklatschen. Jawohl. Einer weniger. So. Den hier.
Machen wir mal 7 Punkte. Nein, machen wir nicht. Wir machen 6 Punkte und dann legen wir uns auch hin. Ich hab Gott sei Dank nur alle geheilt gerade. Also verbunden jedenfalls. Theroy, der soll mal in die Hocke gehen. Und dann haben wir noch den Ivan, der noch irgendjemand anschießen könnte. Und zwar den hier. Da kann er ordentlich Damage machen. Der hat mal gefetzt. So, und der Ivan hat immer noch 5 Punkte. Er hat aber nur 3 Gegner in Sicht. Wartet mal. Ivan. Der kann den hier anschießen, der ist aber so weit oben. Und den hier kann er auch anschießen. Aber Kopftreffer könnte er mal ausrichten. 61%, schauen wir mal. Ah. So muss das sein, Leute. Wunderbar, der Ivan ist echt unser Bester, ey. Der hat schon so viele Gegner weggehauen. So, wir haben jetzt aber keine Punkte mehr. Igor kann nicht mehr schießen, ne? Der Igor liegt auch, oder? Ja, die liegen alle am Boden, bis auf Vicky und Steroid. Die sind in der Hocke. Können sich aber nicht mehr bewegen, ne? Steroid hat auch 0 Punkte. Und dann schauen wir mal, ob wir das überleben hier. Splitter. Okay, die Gegner kommen. Ja, das war jetzt natürlich doof mit den ganzen Rebellen. Irgendwie wollte ich die auf meine Seite ziehen, aber... Ja, ich wusste nicht, dass man da nicht in die Mine darf. Okay, daneben. Ah, Mist, jetzt wurde Eis erwischt. Noch ein Rebell. Wachposten, hier ist das Sascha und Überfallkommando und bla bla bla. Oh, die schießen jetzt alle natürlich auf uns. Unsere ehemaligen Verbündeten. Ja. Also in dem Spiel sollte man tatsächlich zweimal... Ja, ich kenne das schon mit dem Überwachung. Danke, danke für den Tipp. Ja, wie gesagt, wenn man das Spiel zweimal spielt, dann denke ich mal... Ach, der muss nachladen, oder? Wenn man das Spiel zweimal spielt, dann weiß man natürlich um einiges mehr, aber... so, der hier könnte einen Kopftreffer gebrauchen. Machen wir mal 76%. Jetzt hat es geklappt. Okay, wunderbar. Mein Frau Kopf nicht, also ich ihn nehme. Alles klar, mein Freund. Ivan, der Schreckliche. Der Name macht ihm alle Ehre. Könnte ich den hier eigentlich einigermaßen abballern? Weil der schießt ja. Achso, das ist die Sascha, ne? Die ist ja eher sowas wie ein Boss. Versuchen wir mal den Wachposten hier. Machen wir mal volle Pulle hier. Der lebt noch. Eieiei. Okay. Dann versucht mal Igor sein Glück. Und zwar, wen kannst du treffen? Auch so viele Gegner hier. Da hinten, der ist so weit weg. Den hier, könntest du den hier ordentlich anballern? Du hast ja eh nicht so viel AP, wenn du jetzt alles verballerst. Okay. 58%. Das ist ein Buch. Wie kannst du den noch anschießen? Hier die oben. Kannst du den hier... Nee. Nix und den hier trifft auch nicht gescheit. Ja, dann bleibt uns nichts übrig, als den hier anzuschießen. Schauen wir mal mit 64%. Kritischer Treffer, wunderbar. Und dann nochmal.